in dem Kontext seine Berufung zu finden und körperliche Schmerzen zu haben, hat mir jemand die Frage gestellt, was er oder sie da tun kann. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich zum heutigen Video. Mein Name ist Irmgard, schön, dass du auch heute hier wieder mit dabei bist. Ja, zum einen die Berufung finden. Wie finde ich meine Berufung? Indem ich immer wieder in mich hineinlausche, indem ich meinen ganz eigenen Gaben, meinem Potenzial, meinen Stärken erlaube, sie zu entfalten. Wo finde ich die? Die sind ja in der Kinderstube und es ist keine Elternschelde, einfach untergraben worden. Man hat uns in unserer Persönlichkeit, in unserer Persönlichkeitsentwicklung nicht so unterstützt, wie es total förderlich für uns gewesen wäre, sondern ja, wir haben ja da eher gelernt, uns zu verbiegen, anderen gerecht zu werden und so zu verhalten, dass andere es gut finden, wie wir uns verhalten und ja, anderen einfach gerecht zu werden. Und dann sind wir plötzlich in Anführungsstrichen erwachsen und fragen uns dann, wie kommen wir jetzt an unsere Berufung heran? Also, oder wie finden wir den Beruf, wie finden wir den Grund, warum wir wirklich hier sind? Denn das ist ja wirklich unsere Berufung. Und wenn ich das gefunden habe, kann ich damit einhergehend auch die Geldenergie in mein Leben ziehen und meinen Lebensunterhalt zum Beispiel mit bestreiten. Man muss im Leben nicht Dinge nur des Geldes wegen tun, damit der Kühlschrank gefüllt ist. Das ist auch letzten Endes nur ein Glaubenssatz. Aber kommen wir nochmal zurück, wie finde ich meine Berufung, wie finde ich meine Gaben, mein eigenes Potenzial, meine Stärken. Diese Themen, die sind verborgen in unserem Sakralchakra, das sich eine Handbreit unter dem Bauchnabel befindet. Und da kannst du zum Beispiel hingehen, die Hand auf diesen Bereich auflegen und immer wieder Kontakt auch in der Meditation zu diesem Chakra aufnehmen, ganz liebevoll auch dein Herz dir selbst gegenüber öffnen und dir immer wieder mal die Frage stellen, was ist der wahre Grund, warum ich hier auf dieser Mutter Erde bin. Was sind meine wahren Potenziale und meine Gaben? Was sind meine Stärken? Und dann lässt du es einfach mal fließen. Das ist nichts, was mit einem Mal getan ist. Also nicht mal hinhocken, 2 Minuten Kontakt aufnehmen mit Sakralchakra und dann hat sich's. Das ist ein Prozess, in den du dich hineinbegeben darfst und dann wirst du immer mehr wie so eine Zwiebel Schale für Schale abmachen können und an den Kern deines wahren Selbstes kommen. Du kannst dir auch die Frage stellen, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Du kannst dir damit einhergehend mal Revue passieren lassen, in welchen Bereichen andere Menschen dich oft um Rat fragen oder was du total gerne machst, wo du ja rundum Gott und die Welt, um es mal so auszudrücken, vergisst, wo du total in deiner eigenen Kraft und Energie bist und alles um dich herum vergisst, was du ja ohne müde zu werden, eine Nacht hindurch machen könntest. Und wenn du das mal eine Weile gemacht hast, also wirklich regelmäßig, das am besten bitte auch notieren, damit du es immer wieder nachlesen kannst, dann kommst du deinem wahren Selbst, deinem Potenzial, deinen Stärken immer näher. Dann kannst du dir im zweiten Schritt einfach die Frage stellen, wie kann ich damit jetzt anderen Menschen noch mehr dienen? Wie finde ich über diese eigenen Gaben zu meiner Berufung, zu meinem ja, wahren Potenzial? Wie kann ich mich im Außen bei anderen Menschen mit diesen Gaben zeigen? Du wirst merken, wenn du dir diese Fragen dann stellst, wirst du auch da immer mehr Möglichkeiten, Informationen vom Universum bekommen. Mach dir auch da jeweils Notizen und kannst dann beginnen, dich auf deinen eigenen Weg zu begeben und verabschiede dich aber auch bitte von der Vorstellung, dass das dann in einem halben Jahr oder in 3 Monaten schon so der Fall sein muss, dass du komplett deinen Lebensunterhalt davon bestreiten könntest. Das kann auch erstmal für eine ganze Weile zweigleisig laufen, dass du deinen Feierabend, deine Freizeit erstmal damit verbringst, ja, an deiner Berufung zu arbeiten und da herauszufinden, was du wirklich möchtest, was deine Gaben sind. Und wenn du das dann erkannt hast und möchtest dadurch dann eben auch ein Business herauskristallisieren,
dass du da einfach auch mal eine Weile zweigleisig arbeitest. Also wenn du nach Hause kommst, statt zum Beispiel dich vor den Fernseher zu hocken und ja, dein Gehirn mit Dingen zu füttern, die dich nicht in diesem Bereich weiterbringen, dein Gehirn dahingehend füttern mit Bereichen, mit Dingen, die dich in deiner eigenen Berufung weiterbringen. Und dann kommt irgendwann auch der Zeitpunkt, wo du sagen kannst, okay, jetzt verdiene ich nebenbei so viel und darf das Vertrauen ins Universum auch jetzt haben, dass ich mich zum Beispiel von meinem alten Job verabschieden kann und ganz in die Hauptberuflichkeit starten kann. Das ist eine Möglichkeit im Hinblick auf Beruf, Berufung finden. Jetzt war ja dieses Thema in dem Kontext mit körperlichen Schmerzen. Der oder diejenige, die mir die Frage gestellt hat, oder vielleicht betrifft es dich ja auch gerade, unser Körper reagiert über Botschaften von der Seele mit uns. Es gibt da so ein schönes Sprichwort, wo die Seele sich mit dem Körper unterhält und die Seele vorher schon leise Botschaften dem Menschen geschickt hat, dass er auf dem Holzweg unterwegs ist, und dann sagt die Seele zum Körper: Geh du vor, auf mich hört er nicht. Und der Körper sagt dann: Okay, liebe Seele, ich werde krank werden. Und das verbirgt sich letzten Endes hinter jedem Krankheitsbild, hinter jeder Disharmonie. Jedes Krankheitsbild, das wir haben, ist nichts anderes als eine Disharmonie im Körper, wo die Seele sich einfach über den Körper bemerkbar macht und uns auffordern möchte: Schau hierher, hier gibt es ein Thema, das angeschaut werden möchte, hier bist du auf dem Holzweg, bitte hör mich an und hab Vertrauen zu mir und zu deinem Herzen und begib dich auf den Weg zu dir selbst, sprich zu mir, zu meiner Seele und zu meinem Herzen. Und wenn der Mensch einfach nicht dazu bereit ist und diese Botschaften missachtet, kommen die unterschiedlichsten Botschaften, unterschiedlichen Stärken einfach. Und das können dann einfach zum Beispiel auch massive körperliche Schmerzen sein, wo vielleicht sogar auch von keinem Arzt eine richtige Diagnose gestellt werden kann, wo das herkommt. Weil es einfach der Hinweis ist: Hier, komm mal von der Senkrechten auch in die Waagerechte und beschäftige dich mit dir selbst und stell dir mal die Frage, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt, und begib dich dann auf deinen Herzensweg, begib dich auf den Ruf deiner Seele, finde deine Berufung und folge ganz deinem Herzen. Ich hoffe, ich konnte dich ein wenig hiermit inspirieren. Schick dir eine herzliche Umarmung, auch ganz viel Energie, dem Ruf deiner Seele zu folgen und auf dein Herz zu lauschen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, deine Irmgard.